Die österreichischen Bundesbahnen ziehen jedes Jahr eine Anzahl veralteter und unökonomisch gewordener Lokomotiven aus dem Verkehr, zerlegen dieselben und werten das gewonnene Material aus. Das wichtigste Werkzeug für diese Arbeit ist der autogene Schneidebrenner, mit dem nicht nur Blech 20 cm starke Achsen mühelos durchschnitten werden können. Während die alten Lokomotiven nur 1000 bis 1500 Pferdestärken leisten und einen verhältnismäßig großen Kohlenverbrauch haben, entwickeln die modernen Schnellzugslokomotiven bei den heute geforderten hohen Geschwindigkeiten Leistungen von 2500 bis 3000 Pferdestärken. Die sorgfältig sortierten Materialien wandern größtenteils in die Schmelzöfen der metallverarbeitenden Industrien, um schließlich als moderne, leistungsfähigere Lokomotiven wieder zu erstehen.